Hallo und herzlich willkommen zu Fishing Planet by Densen. Und es geht weiter in Alaska. Ja, der nächste einzigartige ist angesagt, und zwar der Silberlachs. Für den gibt es schon ein bisschen mehr Infos. Man kann ihn sowohl bei Sonne als auch bei bewölktem Wetter fangen. Und zwar bei sonnigem Wetter von 6 bis 7, bis jetzt bei mir. Und bei bewölktem Wetter von 10 bis 11. Also die Infos sind hundertprozentig. Dann gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten als Köder, aber dazu kommen wir gleich. Und zwar kommen wir erstmal zum Fisch. Sieht cool aus. Ja. Alles klar. So, Spot. Und zwar, ihr geht auf diesen Spot und lauft bis ganz hinten, bis nicht mehr weitergeht. Nicht auf den Inseln, sondern bis es nicht mehr weitergeht. Dann seht ihr die Bäume hinten und das letzte Paar nehmt ihr dann. Und in die Richtung werft ihr dann im Endeffekt hier mittig so in dem Bereich. Und die Bisse kommen zwischen 36 und was weiß ich nicht mehr, 10 Meter ungefähr. Die Bissrate von dem Fisch ist ziemlich gut. Man kann den auch sehr gut farmen. Also für Kohle und hast du nicht gesehen, also ist nicht verkehrt, wenn ihr die Reisekosten rausholen wollt. Ja, Zeiten habe ich. So, dann Köderführung mit Crankbait einfach rein. Ich lasse die Bremse immer schön auf 3, nicht auf 2. Und dann einfach nur auf Geschwindigkeit 2 einholen und dann. Also Crankbait ist natürlich die einfachste Möglichkeit, hier Bisse zu bekommen. Es gibt noch zwei andere Köder, die hier möglich sind. Und zwar der Bullet, der schwarze. Oder Lemon Tiger mal wieder ganz vorne mit dabei. Der funktioniert hier auch. Da könnt ihr aufheben, fallen lassen machen. Zeige ich auch nochmal. So, Lemon Tiger. Ja, nehmen wir den. So, der funktioniert genauso wie der Bullet hier. Bullet Spinner 24 Gramm. Der auch. Und zwar genau dasselbe. Wie gesagt, ihr habt hier. Aber, ja, ich sag mal so, es ist schon ein bisschen schwerer. Auf Geschwindigkeit 3. Jetzt habe ich natürlich zu weit geworfen. Ich gehe dann so auf knapp 40 Meter und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Es geht die Möglichkeit Stop and Go zu machen. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist aufheben, fallen lassen. Ja, die Möglichkeiten habt ihr. Na, da war ein 4 bis leider, aber ihr seht schon, der Köder bringt es auch. Hier fangt ihr übrigens direkt am Ufer den Rotrücken, glaube ich, hieß der irgendwie so. Da muss ich noch den Unix suchen. Kommt noch, ja, so zum Equipped. Ich benutze hier natürlich die neue Route, die hinzugekommen ist, die Zeus 270, die Revortex 5500, dann Fluor 06, Köder habe ich euch gerade gesagt, und ja, dann schauen wir uns noch mal an, wie viel Rotlachs. Genau, ihr seht es, hier habe ich es mit Bullet probiert, aber mit dem Crankbait hat es im Endeffekt funktioniert. Ja, gibt es auch 22 Gold für, ist nicht verkehrt, aber das Wichtige sind halt die Trophies, damit man die Reisekosten wieder rauskriegt. Ja, genau. Und
Ich glaube, ich habe mal wieder alles. Falls ich was vergessen haben sollte, sagt mir einfach Bescheid, schreibt mir in den Kommentaren und dann klappt das Ganze. Ich sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.